Ja, hallo, ist Sam Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Thema heute ist, habe ich zwei Liebeschips, einen bindungsängstlichen, einen verlustängstlichen. Ja, und vor allem noch Selbstliebe-Challenge geht los, könnt ihr noch einsteigen, die Advanced, ich weiß, es ist hart, aber es geht durchaus. Und es gibt ja die neuen Dating-Kurse und ansonsten findest du mein ganzes Programm auf liebeschipp.de. So, eine Nachricht von Raschneskla und hallo Christian. Ich in den 30ern habe zwei verschiedene Liebeschips. Ja, ich denke, es ist ein Liebeschip, aber gut. Je nachdem, ob ich mit einer Frau oder einem Mann zusammen bin. Ich bin bisexuell, bei Frauen bin ich im Minuspol, bei Männern im Pluspol. Ja. Also es gibt Menschen, die sind immer, oder bis sie anfangen dran zu arbeiten, sind sie in einem Pol irgendwie. Es gibt aber auch Menschen, und ich glaube, so die Anlage haben wir alle. Ich glaube, wir sind alle letztlich haben die Anlage zur Bindungsambivalenz. Wo diese Ambivalenz einsetzt, das ist wiederum ja Teil der Entwicklung sozusagen, ne? Das heißt, ich kann extrem verlustängstlich sein und arbeite dann an mir, bin dann vielleicht weniger verlustängstlich, kann aber immer noch auf einen Partner treffen, der, weiß ich nicht, durch heiß-kalt mich so anträgert, dass ich dann doch wieder verlustängstlich bin. Also es ist immer, man kann es so in der persönlichen Entwicklung sehen, aber es ist immer auch in Relation zu dem Partner, den ich wähle, der wiederum auch viel von meinem Liebeschip bestimmt wird. So, ne? Insofern haben wir alle die Anlage für Minus- und Pluspolverhalten. Das ist, wie gesagt, auch so ein krasser Bindungsängstler, kann verlustängstlich werden, wenn er einen noch krasseren Bindungsängstler datet. So, ne? Gut, also ich verstehe das nicht. Hat das damit zu tun, dass mein Vater, Narzisst, sich nicht für mich interessiert hat? Ja gut, mit dem hat er die Diagnose Narzisst. Also der Begriff, ich habe jetzt auch nochmal neu wieder das Buch gelesen von Alice Miller, Drama des begabten Kindes. Vielleicht auch nochmal ein Video drüber. Tolles Buch. Geht es auch viel um Narzissmus und selbst da, wo das ist echt uralt, ich weiß gar nicht, es ist von, weiß ich nicht, 1867, nein, aber ist echt alt und selbst da wurde schon gesagt, dass der Begriff im Grunde genommen nicht mehr richtig taugt, weil Narzissmus ist einerseits eine Diagnose, andererseits ist es ein Schimpfwort, andererseits ist es eine Charakterbeschreibung, andererseits ist es ein, gibt's ja auch was wie gesunden Narzissmus, aber gut, aber auf jeden Fall sein Vater sich nicht für dich interessiert. Gut. Und meine Mutter hat mir oft ihre Meinung aufgezwängt hat, beziehungsweise so sein sollte, ich so sein sollte, wie sie will und nicht so sein durfte, wie ich bin. Ja, vielleicht hatten deine Eltern ja toxische Beziehungen, weiß ich nicht. Wenn ihr da mal weiter gucken wollt, ist immer Modul 1 ein guter Start. Also macht die Arbeit, guckt nicht nur die Videos, guckt auch mal in die Kurse rein oder macht eine Therapie oder ich weiß nicht was oder beides. Weil, also nur von Videos ist es schwierig so, ne? Also die Videos sind immer sozusagen die Umsetzung meines Konzeptes. Aber also das eigentliche, the real thing ist eigentlich in den Kursen so, ne? Das ist, gut, aber vielleicht hatten deine Eltern eine toxische Beziehung und dann hättest du ja auch in deinen Eltern Pluspol und Minuspol und im Grunde genommen ist das, also Liebeschip ist halt, dass man so lange seine Eltern datet, bis man es besser weiß und vielleicht sind Frauen wie dein Vater und Männer wie deine Mutter, könnte zum Beispiel sein, ne? Und das gibt es bei nicht bisexuellen Menschen, kann das auch so sein, das ist eine Sache, die ich manchmal auch auf Seminaren bespreche mit den Leuten. Ja, man hat vielleicht irgendwie so ein Liebeschip auf nicht verfügbare Minuspole oder meinetwegen egozentrische Menschen, aber viele machen auch die Erfahrung, gerade wenn sie anfangen sich zu arbeiten, dass sie dann plötzlich co-abhängige Menschen daten und fragen, was ist denn jetzt los? Ja, weil das natürlich auch auf dem Liebeschip ist, weil das vielleicht der andere Elternteil war, sozusagen. Ne? Es kann sein, dass dein Vater für deine Verlustangst, ich will es nicht sagen, zuständig ist, weil es ist dein Leben, und deine Mutter mehr so den bindungsängstlichen Teil, aber es ist wurscht, auch die hatten ihre Biografien, auch die hatten Eltern, die vielleicht noch schlimmer waren und bringt nichts, aber es ist so, wie es ist und das ist gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich.
Ich weiß, wie beide Plus- und Minus-Pole ticken und trotzdem kann ich mein Verhalten nicht ändern. Kannst du es nicht ändern oder willst du es nicht ändern? Ne? Also, wenn du es willst, ist vielleicht längerer Weg, aber warum sollst du es nicht können? So, ne? Es ist echt bescheuert. Am liebsten bin ich Single oder verliebt. Ja, das geht, glaube ich, vielen Menschen so, solange sie die Möglichkeit haben, das zu leben. Und dann wünscht man sich aber doch wieder eine Beziehung. Also, ich würde sagen, fang doch mal an, dich zu lieben, wie du bist, und akzeptiere das, dass du das momentan am liebsten machst. Und dann mach das doch. Aber mit offenem Bier, auch das Video gestern, aber mit offenen Karten so, ne? Spiel mit offenen Karten und tu nicht so, als wenn du Beziehung suchst. Oder mach deine Ambivalenz offen so, ne? Alles, was nach dem Verliebtsein kommt, nervt. Ja, dann ist es so. Und dann lebt Beziehung so. Würde ich sagen, lebt sie so. Ne? Und dann lebt das ganz offen und authentisch. Und dann guckst du mal weiter so. Ich glaube, ich suche mir die falschen Partner. Ja, wahrscheinlich triffst du dann auf Partner, die dann vielleicht mehr wollen. Ja. Ich weiß nicht, welches der richtige ist. Ja, war wahrscheinlich noch nicht dabei, weil du wahrscheinlich noch keinen bindungssicheren Menschen gedatet hast, wie das dann immer so ist. Es gibt ja auch nicht viele, ne? Ist mein Gefühl. Also statistisch soll es 50% geben, aber das ist mir unvorstellbar. Vielleicht kannst du in einem Video was dazu sagen oder mir antworten. Ja, habe ich gemacht. Also es ist nicht so ungewöhnlich. Und ja, mach dich auf den Weg und guck auch vor allen Dingen, ob du wirklich bereit bist, jetzt längerfristige Beziehungen zu führen. Vielleicht willst du es auch gar nicht gerade, ne? Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.